Hi Leute, heute sind wir wieder unterwegs. Diesmal wieder bei der Maschinenlinie und zwar ein neues Artilleriewerk. Und wir sind schon drin und seid gespannt. Jetzt geht's los mit dem Video. Wir sind jetzt hier praktisch durch den Munitionseingang gekommen, wo damals ja über diese kleinen Gleisen, die seht ihr hier unten, die Munition in das System verbracht wurden. Und hier liegt auch schon allerlei alte Relikte rum. Hier ist auch nochmal so eine Zwischensicherung, also hier waren MGs verbaut, die den Bereich dann nochmal extra geschützt haben. Und da hinten, ui, da geht's ja noch richtig. Ja, da geht's noch richtig weit. Ja, hier sind wir jetzt in so einem Nebengang, im Nebentunnel, und hier steht jetzt noch so ein kleiner Waggon von dieser Bahn, die hier halt hergefahren ist. Dann noch so eine Ersatzdeichsel. Und hier geht's zum Block 9. Und das da unten drunter soll wahrscheinlich Observatorium heißen, also praktisch Beobachtungsposten, um draußen halt zu spähen, wo halt der Feind anrückt in dem Moment. Ja, auch hier gibt es nochmal so eine Weiche. Ein Lager, hier wurden wahrscheinlich... Aha, hier hat man jetzt wieder so eine Rampe. So eine Rampe, so eine Werksrampe, wo praktisch die Mechaniker die Sachen hier reinfahren konnten, um daran zu arbeiten von unten. Also wie man es wieder aus der Werkstatt kennt. Hier haben wir jetzt gerade erstmal den Mannschaftseingang noch gefunden und haben gecheckt, ob hier jetzt noch irgendwas offen ist, aber da seht ihr im Prinzip jetzt nur hier die Tür, das wäre der Eingang, der ist natürlich dicht und hier kommen wir praktisch nur zu einzelnen Kuppeln. Hier auch nochmal das Belüftungssystem. Hier gab es wahrscheinlich auch dann Telefon immer an den Kommandoposten. Und hier geht's raus. Und das hier ist auch ganz interessant. Diese Löcher, die führen praktisch hier in diesen Graben, der vor dem Bunker ist. Und da haben die Soldaten dann praktisch Granaten reinwerfen können, falls gegnerische Soldaten halt in dem Graben gelandet sind oder versucht habe, über den Graben hier an den Bunker ranzukommen. Ja, und dann wurde eine Granate da reingeworfen. Und hier haben wir praktisch wieder so eine Kuppel. Seht ihr da oben, ne? Hier ist so ein Podest. Das wurde dann zugeklappt. Und dann konnte derjenige da oben das Feuer eröffnen. Auch hier unten habt ihr wieder dieses kleine Loch, diese Öffnung für die Granaten. Und das sind Filtersysteme. Das ist ein Filtersystem hier per Kurbel. Wahrscheinlich einmal per Strom und zur Not ging das auch per Handkurbel
Konnte man hier Frischluft zuführen, sogar eine Heizung gab's. Auch hier wieder ein Zwischentor, was wieder gesichert wurde. Jetzt kommen wir ja praktisch von dem Mannschaftseingang, also praktisch auch in der anderen Richtung gesichert. Ja, da sieht man es auch nochmal. Eingang halt für die Mannschaft, die hier tätig gewesen ist dann. Ja, und hier konnte man über die Lugen halt den Zugang nochmal überwachen und gegebenenfalls das Feuer eröffnen. Hier werden jetzt alle Räumlichkeiten sein, die für die Soldaten gewesen sind. Ja, hier hat man jetzt die Betten wieder alle fein säuberlich gelagert. Das wird wahrscheinlich dann auch so ein Mannschaftsraum gewesen sein. Jetzt mal wieder hier Papier, jetzt müssen wir hier raus. Hier werden jetzt wahrscheinlich nur einzelne Unterkünfte kommen für die Soldaten, nehme ich an. Das wird auch nochmal irgendwie sanitär. Ja, das ist auch wieder die Toilette. Hier ist jetzt ein Bett drin, ein einzelnes, aber nur könnte was für Offiziere gewesen sein. Ja, und hier sieht man jetzt auch, das ist ganz gut hier in diesem System, dass man hier noch die Schilder hat. Hier ist der Küchenchef dann scheinbar gewesen. Offiziersküche, Küchenoffizier. Ja. Muss das sein? Hier, keine Ahnung. Müssen ja Kochstellen irgendwie gewesen sein. Auch hier ist was zum Saugen. Das ist wie so eine Art Hake. Keine Ahnung, dann wird wahrscheinlich das Geschirr gewaschen. Hier Regale halt auch. Aber hier müssen irgendwelche Geräte gestanden haben. Auch hier oben interessant. In Kopfhöhe. Riesige Heizung. Und kalt war es hier sicherlich nicht. Also jetzt ist es ja kühl halten, aber es wird noch gleich bleiben, der Temperatur. Und hier ist jetzt die Küche. Küche, okay, weiß ich nicht, aber das ist ja jetzt hier Küchenbereich. Ja, hier sieht man jetzt mal
so einen kompletten, ohne wahrscheinlich da die Suppen gemacht, ne? Diese Türken. Das sind ja, sage ich mal, relativ einfache Essen wahrscheinlich gewesen. Also, das ist da leicht gängig. Diese Dunstabzugshauben. Aufgestanden haben. Auf anderen Fotos schon mal gesehen, hier in dem Fall jetzt nicht. Aber es muss ja irgendwie dieser Dampf, die Wärme, die uns hier bei Wasser entsteht, das alles muss ja irgendwie rausgebracht werden. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie da oben angeschlossen gewesen sein. Das wurde dann nach draußen geflogen. Ist das jetzt hier die also Krankenstation? Sanitäter war hier untergebracht, weil ich mich in der letzten Anlage gefragt habe, was das für ein Raum ist, der mitten in der Anlage ist und halt gefliest ist. Jetzt macht das natürlich Sinn. Ja, das muss ja natürlich ein bisschen hygienisch und alles sein. Und ich dachte, das wäre jetzt irgendwie Küche oder irgendwas, aber das macht mir gar keinen Sinn. Und dieser Raum befindet sich ja relativ zentral mit in der Anlage, sodass von überall her die Soldaten wahrscheinlich hierher gebracht werden können, um ja, verarztet zu werden. Infirmary, Duchess, 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 Duchess. Tja, ich kann mir jetzt gerade gar nichts vorstellen, oder? Es sind aber hier sehr viele Drucktüren. Naja gut, hier ist ja wieder die, hier ist ja wieder so eine Art Sanitätsstation wahrscheinlich. Ah, das kann, ah ja, klar. Wenn jetzt einer verwundet ist, der muss ja natürlich auch hier irgendwo untergebracht werden. Der geht ja jetzt nicht wieder in die Kaserne da zurück, wenn der verwundet ist. Das würde ja auch sich negativ auf die Moral auswirken. Sondern das ist praktisch die Krankenzimmer, die Krankenabteile. Und da gibt es ein paar davon. Außer haben dann die Soldaten, die jetzt irgendwelche Verletzungen erlegen sind, die hatten da Krankenbetten. Ja, dann haben wir jetzt hier praktisch die Befehlsstelle gefunden. Hier wurde ja entweder der Bunkerkomplex oder halt auch viele Nebensysteme unter anderem geleitet. Ja, hier konnte man irgendwie was noch durchreichen. Hier wird wahrscheinlich nämlich jetzt, wenn man so sieht, das sind so einzelne Arbeitsbereiche. Da werden, wie so eine Art Telefonanlagen wahrscheinlich, installiert gewesen sein. Und hier auch, hier sieht man nämlich jetzt noch so ein richtig altes Verteilersystem, wo wahrscheinlich die einzelnen Anschlüsse angebracht waren. Und dann saßen halt hier, Nachrichtenoffiziere, nehme ich mal an. Oder Soldaten halt, die nachrichtendienstliche Aufgaben hatten und haben jetzt hier Befehle entgegengenommen und halt auch ausgegeben. Ne? Ja, und hier scheinbar hat dann wirklich der Kommandant von der Anlage auch gesessen. Gibt es da wieder so eine Art Durchreiche? Hier war wahrscheinlich
richtig was los, also rund um die Uhr, wo das besetzt war, um Befehle zu empfangen und weiterzugeben. Hier überall die Plätze und hier wahrscheinlich, genau hier auch nochmal. Ein bisschen Wasser irgendwie. Unten ist der Boden teilweise schon ein bisschen hochgekommen. Sieht irgendwie aus wie eine kleine Stube, eine kleine Kammer für einen Soldaten. Hoch zu dem Turm. Hier habt ihr wieder die Treppe bzw. das Treppenhaus, was da nach oben führt, und auch einen Aufzug, und der ist richtig voll gelaufen. Krass. Also da oben muss, man sieht ja hier schon teilweise auch Versinderung. Ja, dann sind wir nochmal jetzt zu so einem Turm hochgestiegen. Hier sieht man jetzt auch mal ein bisschen mehr. Hier werden höchstwahrscheinlich auch Granaten eingelagert gewesen sein. Hier auch nochmal schön mit den ganzen Hebeln hier, die Hydraulik. Und hier so ein Turm. Ah, seht ihr wieder, das ist ja dann diesmal ein bisschen mehr. Aber auch hier oben ist das Podest komplett weggefault. Hier auch nochmal wie eine Art Werkstatt. Wo man wahrscheinlich die Einzelteile gelagert hat, um den Turm zu reparieren, falls das notwendig ist. So ein kleiner Ofen. Ui, und eine Mörderspinne. Boah. Da haben sich die ganzen dicken Spinnen wieder. Eingenistet. Huhuhu. Oha. So weit hoch kam mir beim letzten Mal aber nicht. Wir haben jetzt provisorisch eine Leiter rübergelegt. Die sieht aber auch nicht vielversprechend aus. Ja, ich leuchte jetzt einfach mal von hier. Aggregat bzw. Kraftwerk haben wir noch nicht gefunden. Da wo es sein sollte, ist es irgendwie nicht, aber es gibt noch einen zweiten Weg, der jetzt hier dahin führt. Und den gehen wir jetzt nochmal.
Aha. Oha. Hier ist ja noch richtig. Hier sind noch richtig alte Sachen. Alte Dokumente. Ganzer Schreibtisch voll, ja, zum Teil zerfetzt, aber so wirklich lesen kann man das alles nicht mehr. Oh, diese Toilette. Aha. Jetzt kommen wir, glaube ich, in den Kraftwerksbereich. Oh, hier ist noch ein schönes Gemälde. Oh, mehrere Gemälde haben sie hier angebracht. Oh, hier oben auch noch eins. Wow, cool. Da oben, so sieht es der Bunker mal aus, in seinen besten Zeiten. Krass, schön. Und hier nochmal so ein Kreuzer. Auf dem Schiff steht irgendwas mit Kuabet. Schön. Hier haben wir jetzt tatsächlich den Kraftwerksbereich gefunden. Da sieht man jetzt wieder zwei diesen großen Generatoren. Diesmal komplett anders, wie wir sie in der letzten Anlage gesehen haben. Natürlich hier schon wieder ein bisschen ausgerollt und hier fehlt auch die Hülle. Und ja, das ist wirklich krass zu sehen. Das muss ja auch hier drinnen Lärm eigentlich gewesen sein, oder? Das wurde dann hier irgendwie geschluckt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das hier so funktioniert auf Lautstärke, hätte ich gerne mal gesehen oder gehört, wie die Anlage halt in Betrieb ist. Ne? Gehört. Ja, also hier sind jetzt irgendwie ja, zwei Kennzahlen, aber wie die jetzt zusammengehören, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall steht es hier viertes Reservoir, also das vierte von vielen dann. Es gibt ja dann mehrere. Entweder sind die jetzt hintereinander alle oder die sind hier noch in der Anlage verteilt. Ja, und eins ist irgendwie 54 Kubik und das andere 44. Also auch wieder die gleiche Größe wie in dem letzten. 54.000 Liter. Ja, das ist schon krass, ne? Wasser. Und hier sieht man ja halt mit denen die Wasserleitungen dann hier. Die sind ja auch blau gekennzeichnet. Hier gehen sie irgendwie hoch und hier gehen sie jetzt raus. Und dann halt hier unten in der Anlage verteilt überall, ne, wo halt ein Wasseranschluss ist. Dann kann man sich dann das halt zapfen. Tatsächlich, hier ist jetzt schon eine Tafel zu sehen, die auch so ein bisschen den Aufbau zeigen würde. Ne, man sieht ja hier einzelne Grafiken noch, kann sie erkennen und dann halt die entsprechenden Leitungen hier auch rot, das ist wahrscheinlich dann Diesel oder Heizöl oder sowas. Und dann steht hier Gasöl, genau, Gasöl. Ja, das sind jetzt im Prinzip hier eine Karte mit dem Aufbau, wo wie was hingehört. Also das bedeutet, wenn jetzt einer irgendwo was reparieren muss, kann er da hier genau verfolgen, wo er hin muss, ne? Wo sich das genau befindet. Ja, schade, dass die schon so stark verrostet ist. Sonst könnte man hier ein bisschen mehr erkennen. Ja, und hier haben wir dann doch nochmal wieder ein anderes Aggregat. Ja, das. Genau, eine Legende ist das, ja. Eieiei. Ja, hier sind wir jetzt also wirklich irgendwie im Bauch der Maschine. Und man kann jetzt hier die ganze Filteranlage nochmal sehen. Also, wir haben da oben einzelne Abschnitte gesehen, wo vereinzelt welche waren, aber hier. Hat man echt eine ganze Kanalie voller Filterköpfe. Man sieht ja hier, das ganze System miteinander verbaut ist. Und hier hinten geht es weiter über diese Treppe. Und dann stehen nochmal genauso viele Töpfe hier.
Das ist schon gigantisch. Allein die Größe von diesen Dingern, da sieht man mal die Dimension einfach, die hier verbaut wurde. Wirklich krass. Hier muss ich nochmal meine Meinung revidieren. Hier sind dann doch nochmal solche Aggregate, wie wir sie in der letzten Anlage gesehen haben. Aber hier unten sind wir wirklich im Bauch der Maschine, also im Herzen eigentlich des Bunkers, wo hier praktisch alle Systeme installiert gewesen sind, um die Soldaten hier ja am Leben zu erhalten auch, ne? Ohne diesen Sachen lief es dann doch nicht hier unten, ne? Also wir hatten hinten die Wassertanks, Wasserreservoir, dann hier ja, die ganzen Erzeuger für Strom, die ganzen Maschinen, die Filtertöpfe da hinten auf der anderen Seite für die Luft. Ja, also das Herz der Maschine letztendlich. Da sind im Prinzip die ganzen ja Trafos oder Aggregate, also da, wo praktisch der Strom umgewandelt wurde, um an die einzelnen Stationen auch zu liefern. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, das war der coole Bunker von der Maschinot-Linie. Das war riesig und vom Aufbau auch noch komplett anders. Wir haben viele neue Sachen gefunden, wie zum Beispiel die Befehlszentrale. Auch das Kraftwerk war irgendwie komplett anders mit dem ja, ganzen Innenleben. Und ja, das war's jetzt mit diesem Video. Seid gespannt, bis zum nächsten Mal.